bei uns auch jede Menge rum. Das ist auch so eine laute Verarschung. Wir könnten schon fast 100 Jahre könnte mir Energie aus dem Weltraum holen, uns nicht. Bloß damit die Ölkonzerne ihr Kohle machen und die ganzen Idioten. Naja, es geht immer nur ums Geld. Sag doch, der Strom war ja umsonst auf dem Weltraum. Mit ihrer Sonnenenergie und mit ihrer Windenergie verdienen sie auch einen Haufen Geld. Ja, mein Silizium und das ganze Zeug, Zoll. Ganze Batterieblödsinn bräuchte man nicht. Alles bloß Geldmacherei, dass sowas ja auch nicht auf den Markt kommt, dass wir Weltraumenergie hätten. Ich kaufe mir Hochleistung Akkus, die halten etliche Jahre. Das ist für ein Fotoapparat oder für die Maus. Kosten 4 Stück 16 Euro und hab dann die Jahre. Du musst halt auch aufladen. Ja, aber du, das kostet weniger als wenn ich da unten neue Batterien kaufen würde und die wegschmeißen würde. Die sind mittlerweile so billig, die Batterien, dass man sie normalerweise kaufen kann und wegschmeißen. Ja, aber dann tue ich doch nicht die unterstützen, verstehst du damit? Du unterstützt sie mit der Akkus genauso. Die, was ich da kaufe, die kriege ich nur Modellbau geschafft. Sehen die Sonnenblumen gleich aus wie über die Landwirtschaftssimulator. Scania. Zweimal wurde ich geblitzt und einen Schaden habe ich verursacht bis jetzt. Immer vorne auf den Schalthebel, seit den ein paar Updates waren, funktioniert die Scheiße nicht mehr. Das war knapp mit dem Bus. Oh, das war wirklich knapp. Niederösterreich bin ich jetzt da.
Da muss ich abbiegen. Freie Fahrt für freie Bürger. Ich bin gespannt, wann ich im September dann den Server dann nachher habe, wo ich erzählt habe. Ja, wenn wir machen merken. Ja, muss ich eh noch mit denen reden. Die Tage mal. Dann werde ich mir wieder zweimal das Spiel kaufen. Einmal auf Steam und einmal für als CD den 17er. Vielleicht kaufe ich mir den 13er auch noch. Das ist ein großer Unterschied, wenn man nachher lange Zeit mal den 13er spielt, Peter. Das interessiert mich ja gar nicht mehr. Ja, ich habe da angefangen zu spielen, weil ein Abonnent mich gefragt hat, ob ich mal das 13er spiele. So, dann habe ich es halt mal gemacht. Ein paar Folgen aufgenommen. Jetzt bin ich in der Steiermark. Ein paar Missionen gemacht. Mich regt halt dieser Weidmann auf, das weißt du, dieser kleiner Radler oder was das ist mit der Knicklenkung. Sicherlich einen Radarkasten stehen haben in der Baustelle. Eieieiei. Ich habe da so Dinge umgefahren. Ganz schön gewackelt.
wird überholen. Dann notorische Linksfahrer.